So, Freunde, nicht erschrecken, das hier ist eine Patreon-Folge, also die Patreon-Folge 155. Und ich dachte, komm, die mache ich mal in den normalen Stream. Ich habe mich mit dem Marco unterhalten, das ist ein ganz lieber 10-Dollar-Patron von mir, über seinen Beruf, der Bauüberwacher Bahn. Das ist ein unterhaltsames, kurzes Gespräch rausgekommen und ich dachte, sollt ihr mal alle hören, damit ihr seht, was ich so auf Patreon mache. Da mache ich ja ganz verschiedene Sachen, einzelne Solo-Folgen. Wöchentlich gibt es da einen zusätzlichen Inhalt. Wie gesagt, jetzt schon 155 extra Inhalte und das nur für 5 Dollar im Monat. Könnt ihr euch reinziehen. Ich freue mich da über jeden, der das supportet und wertschätzt. Und jetzt viel Spaß hier mit dieser Patreon-Folge für alle. Willkommen im Darkroom des Ben spricht Podcast. Viel Spaß mit exklusivem Material für alle Pimps und Celebs. Marco, sollen wir direkt loslegen? Ja, wir können loslegen. Ich bin heute schon die ganze Zeit durch die Wohnung gelaufen und hatte diesen Song, den ich selbst kreiert habe, im Kopf. Sachsen, Marco, Klingelingeling, alle Sachsen singen. Hast du manchmal auch so Lieder über dich selbst im Kopf? Oder lass mich raten, du nennst dich selbst wahrscheinlich gar nicht Sachsen, Marco, wenn du über dich selbst nachdenkst, oder? Richtig, dann nenne ich mich nicht Sachsen, Marco. Das ist geil. Sagst du, Marco, du bist ja sowieso den Patreon-Leuten schon bekannt als jemand, der auch gerne mal zu Hause eine Hausgeburt im Alleingang durchführt. Du bist bei mir im Podcast 10-Euro-Patron. Du bist, wie erwähnt, schon Sachse, was jetzt alleine kein... Nervt dich dieses Ding, dass du irgendwie da Sachsen-Marco genannt wirst? Nee, oder? Ist einfach so ein Teil deiner Identität, oder? Naja, ich habe am Bodensee studiert in Friedrichshafen. Da war ich praktisch auch der Muster-Sachse. Bin mit einem S51, das ist so ein DDR-Moped, am Bodensee lang gefahren, hatte einen Rucksack auf, wo ein Dynamo Dresden-Schal dran ist. Also von daher habe ich auch dort jedes Klischee erfüllt. Sehr geil. Oh Mann. Ja, du hast mich kontaktiert und hast gesagt, ey Ben, lass uns mal über meinen Job sprechen oder mein Beruf, meine Berufung. Vielleicht kannst du das da noch näher erläutern. Das ist Bahnüberwacher Bahn. Und du sagst es ja. Ist Bauüberwacher. Bauüberwacher Bahn, richtig. Und du sagst, es ist generell so ein Problem, da Leute für zu motivieren. Also das ist generell ein geiler Job, aber wenig Leute werden darauf aufmerksam, oder? Genau, also das Problem ist wirklich das Aufmerksamwerden, weil, also ich selber kannte den Beruf nicht. Ich bin halt eher da rein gestolpert. Und wir stellen halt immer wieder fest, dass es von uns unglaublich wenige gibt und dass auch niemand diesen Beruf kennt. Also auch niemand in meinem Freundeskreis oder so kannte diesen Beruf, bevor ich ihn ausgeübt habe. Und ja, da dachte ich, mit dir könnte man ein schönes kleines Gespräch darüber führen, was wir machen, was wir dürfen sollen und erreichen vielleicht so Leute, die den Beruf auch sehr geil finden würden, wenn sie ihn kennen würden. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Mich interessiert ja generell alles. Ich bin völlig grün mal ans Thema rangegangen. Meine erste naive Vorstellung war so, naja, du machst ja eigentlich das, was kleine Kinder mit der Eisenbahn schon machen wollen, indem man nämlich im Wohnzimmer irgendwie hier am Weihnachtsbaum vorbei schon so eine Bahn baut und eine Bahnstrecke baut. Nichts anderes machst du ja eigentlich für Erwachsene, oder? Ist das völlig naiv? Naja, Neubau ist generell sehr, sehr selten. Also wir machen hauptsächlich Instandhaltung, weil wenn die Bahn nicht instand hält, fährt sie in 5 Jahren kein Zug mehr, wenn man ganz böse sein möchte. Die Vorstellung ist ja oft, dass man viel draußen ist und dann schaut, wie die Leute bauen. Ich baue ja selber nicht, ich bin ja Bauüberwacher, nee, Bahnbauer. Ja, aber so viel draußen ist man am Ende gar nicht und es hat auch viel, viel Bürojob nebenbei mit zu tun. Und man muss halt gut sein, im sich selbst organisieren und guten Überblick über alles behalten und dann ist es eigentlich ein ganz schicker Job. Hast du schon mal zu tun gehabt mit neuen Projekten, also dass gesagt wurde, so Marco, Sachsen-Marco, du bist jetzt hier Bauüberwacher Bahn in diesem Neubauprojekt? Ist das eher so komplett selten, wie zum Beispiel jetzt bei Stuttgart 21 oder sowas? Da flitzen wahrscheinlich viele Bahnüberwacher, Bauüberwacher Bahn rum, oder? Ja, Stuttgart 21 sucht immer händeringend nach Bauüberwachern. Dort will nur niemand arbeiten, weil dieses Projekt halt ganz, ganz schlecht angesehen ist, sage ich mal.
Ich habe selbst noch keine größere Neubaumaßnahme gehabt, aber bei uns soll jetzt in der Region kommen die Neubaustrecke Dresden-Prag, was eine komplette Neubaustrecke wird. Die beginnt, ich sag mal, so in 2, 3 Jahren fangen die dort an, wirklich zu bauen. Und das wird dann auch meine erste eigene große Neubaustrecke, wo ich mitwirken werde. Das heißt, gehen wir mal kurz darauf ein. Also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht so nicht so leicht wie im Kinderzimmer, sondern man hat, oh mein Gott, was hat man da alles für Regularien? Und da muss da irgendwie eine Dämmschutz, eine Schallschutzmauer hin. Da muss das unten irgendwie, das Wasser muss irgendwie abgepumpt werden, was da durchläuft. Man braucht vorher Bodenproben. Man muss gucken, wo verläuft das lang. Zu viele Kurven darf man auch nicht einbauen, weil dann kann der ICE nachher nicht mehr fahren. Das sind ja alles Überlegungen, wo ich mir vorstellen kann, du musst ja 5, 6, 7 Gesetzbücher, 15 Verordnungen, dann Arbeitsschutz. Du hast ja da einen Stapel voller Bücher, die du miteinander in Einklang bringen musst in so einem Projekt, oder? Also sehr geil, dass du genau diesen Punkt ansprichst, weil den sehen fast alle nicht. Das trifft es relativ gut. Ich muss erstmal eine Unterscheidung machen. Es gibt Ausrüstergewerke und Baugewerke bei der Bahn als Bauüberwacher. Also Baugewerke sind alle, die Oberbau, Gleisbau oder konstruktiver Ingenieurbau, das heißt Brücken und ähnliches machen und Tunnel. Das bin ich nicht. Ich bin Ausrüstergewerk. Ich mache Telekommunikationsanlagen, Leit- und Sicherungstechnik und ab nächstes Jahr noch 50 Hertz- und Oberleitungsanlagen. Ah, wie nennt sich das? Ausrüstergewerk? Was ist das? Genau. Also die Oberbauer sagen immer, zum Zugfahren braucht man eine Schiene, alles andere ist Zugabe. Und ja. Das ist halt die Leute, die Bau, Gleisbau, konstruktiver Ingenieurbau sind, die schaffen die Grundlage, dass ein Zug fahren kann. Und die Ausrüstergewerke sind die Ausrüstungen an der Schiene. Das heißt, Leit- und Sicherungstechnik beinhaltet halt alle Signale oder Weichen oder ähnliches. Dann meine Telekommunikation ist der Bahnfunk oder die Datenübertragung zwischen den elektronischen Stellwerken. Ah, das habt ihr so ein bisschen wie beim Militär, ist das einfach das Heer und die Luftwaffe, das habt ihr völlig voneinander getrennt, mehr oder weniger, weil es einfach andere Professionen benötigt, oder? Genau, das benötigt auch andere Qualifikationen für die Ausbildung. Also meine Ausrüstergewerke sind alle, die mal Elektrotechnik oder ähnliches studiert haben und die Baugewerke sind halt alle, die irgendwie Tiefbau oder sowas studiert haben. Und das ist schon vom Studium her völlig getrennt und dann habt ihr da so Sachen am Laufen. Wie heißen die anderen, die Tiefbauer, also die Leute, die die Schienen und das ganze Gedöns bauen, wie heißen die? Na, die sind der VV Bau untergeben, also für die Standardgewerke, sage ich mal, Gleisbau, Oberbau, konstruktiver Ingenieurbau, gehören, ich müsste jetzt weiter ausholen, das Eisenbahnbundesamt, okay. Lass es ruhig oberflächlich, weil ich will nur wissen, wenn ich demnächst Leute an den Obergleisen arbeiten sehe, also irgendwie an der Elektrik oben drüber, dann will ich so einen flotten Spruch machen, dass ich sage, na, haben die Leute vom XY wieder Scheiße gebaut, weißt du? Und will, meine damit die Leute, die die Schienen bauen. Was setze ich da am besten ein für XY? Die Bauer oder wie? Die Baurülpse. Die Baurülpse? Ja, nee, das war jetzt ein bisschen frech. Die Oberbauer. Die Oberbauer. Ist ja eigentlich, ich habe es nie verstanden, beim Tiefbau und Oberbau und sonst was. Es ist ja eigentlich Oberbau, könnte man jetzt meinen, das wären die Leute, die vorne oben drüber die Elektrik machen. Aber es ist nicht so. Oberbau bedeutet die Schienen, die Gleisen und Gott weiß was. Genau. Ah, okay. Verstehe ich schon. Das heißt also, wenn du jetzt da dran gehst, dann bist du erstmal nur für den oberen Bereich zuständig, aber Bauüberwacher Bahn kann genauso gut auch untenrum den ganzen Kram machen, letztendlich. Genau, Bauüberwacher Bahn. Oberbau halt für sein Gewerk und ich dann als LSCer, also Leit- und Sicherungstechniker für meine Weiche, mein Signal oder ähnliches. Aha. Ich muss mir später noch den Begriff Baurülpse erklären. Wenn du jetzt unterwegs bist und du sagst jetzt wie diese Woche, sitzt du da in einer Ferienwohnung, hast du irgendwie die Baustelle 250 Kilometer weit weg von zu Hause. Was ist das dann für ein Projekt? Macht ihr das so, dass ihr denkt, okay, jetzt müssen nochmal die Oberleitungen kontrolliert werden und wir gehen jetzt mal
Bahnkilometer 5000 bis 5500 nochmal durch, sagst du, Marco, übernimm das mal. Du hast da und da die Ferienwohnung und dann gehst du mit deinem Team die Bahngleise ab und schaust dir das alles an? Oder wie läuft sowas? Also ganz am Anfang entscheidet die DB Netz AG, die sind Eigentümer der Schiene, entscheidet jetzt bei mir die Hohltemmelbrücke in Nienhagen, wo ich gerade arbeite, muss neu gemacht werden. Da melden die bei der Baubetriebsplanung an, wir möchten diese Brücke neu machen. Die Baubetriebsplanung kommt dann her und schaut, haben wir irgendwas, was wir da gleichzeitig mitmachen können, um Verspätung zu minimieren. Und dann wird es in Auftrag gegeben, dann wird es eine Planung geben, alles drum und dran. Und dann gibt es einen Projektleiter von der Bahn, wenn dann die ganzen Ausschreibungen alles durch sind. Also der kümmert sich darum, dass es eine Firma gibt, die baut. Und der kümmert sich darum, dass es eine Bauüberwachung gibt. Da komme ich dann ins Spiel. Also da wird mein Chef angefragt, das und das Projekt könnte das abdecken. Der sagt dann meist ja. Und dann geht's halt los. Dann kriegen wir alle unsere Pläne, unsere Einweisungen. Dann wird ein leitender Bauüberwacher von uns jetzt in dem Fall gestellt. Und dann gibt's einen Bauablaufplan und dann fangen wir an, diese Brücke zu erneuern. Und meine Aufgabe war jetzt hier in dem Fall Leitsicherungstechnik und Telekommunikationsanlagen. Wir haben an der Brücke haben wir zwei Bahnübergänge, die müssen außer Betrieb genommen werden. Die Kabel, die auf der Bahnbrücke liegen, müssen verschwenkt werden. Das heißt, die müssen aus der Brücke rausgenommen werden. Möglichst so, dass keine Störungen im Betriebsablauf stattfinden. Ist das eine kleine Brücke oder ist das eine große Brücke? Beschreib die mal. Eine ganz kleine, die ist, ich glaube, 30 Meter lang oder so. Mhm. Also es ist wirklich eine sehr kleine, dafür ein ganz schöner Aufwand. Ja, da müssen halt alle Kabel rüber, die Bahnübergänge müssen abgeklemmt werden, sage ich mal in Anführungszeichen, weil wir haben überall oder den Großteil unserer Bahnstrecken sind mit elektronischen Stellwerken, ESTWs, bestückt. Das heißt, die werden zentral gesteuert und die dürfen jetzt natürlich keine Fehler melden, wenn wir irgendwo eine Schranke abbauen. Aha. Meine naive Vorstellung war so, naja, komm, wir rufen da einmal an, hi, wir haben hier schon die halbfertige Brücke neben der alten Brücke stehen. Lasst jetzt hier mal gerade zwei Stunden keinen Zug durch und Fehlermeldungen lasst ihr auch mal außer Acht. Wir knipsen jetzt mal alles ab, in zwei Stunden schieben wir die Brücke da wieder rein, dann knipsen wir wieder alles an und dann ist gut. Ich kann mir vorstellen, so leicht ist es da nicht. Ne? Absolut nicht. Wie tauscht man so eine Brücke, wo fahren denn die Züge lang, während die Brücke ja nicht benutzt werden kann und wie groß ist dieses Zeitfenster? Naja, das ist bei uns haben wir, dürfen wir keine Totalsperrung machen. Das heißt, wir müssen ein Gleis befahren lassen, das ist eine zweigleisige Strecke. Und dann wird praktisch die halbe Brücke abgerissen und die halbe Brücke neu gebaut. Dann wird das Gleis dort getauscht. Und dann fahren die auf der Seite, die wir neu gebaut haben, und dann bauen wir die andere Seite. Ach Quatsch. Ja. Das ist ja echt aufwendig. Es wäre leichter, wenn es anders gemacht werden könnte, oder? Genau, aber da müssten wir mehrere Monate wahrscheinlich trotzdem oder mindestens, na doch, mehr als einen Monat auf alle Fälle, den kompletten Zugverkehr auf dieser Strecke schließen und da macht der Betrieb nie mit. Ja, verstehe ich schon, weil selbst im Osten fällt das irgendwann auf. Ne? Da will doch mal einer mit dem Zug fahren und so. Da denkt er, ja, Strecke gesperrt, das ist blöd. Aber das ist dann überhaupt kein Problem, den von der einen Gleise zu der anderen einfach zu leiten und so eine Bahnstrecke mal nur über ein Gleis fahren zu lassen. Das ist kein Problem. Da muss man wahrscheinlich nur neue Weichen stellen oder sowas, oder? Naja, so einfach ist es nie. dafür gibt es immer eine sogenannte BETRA, eine Betriebs- und Bauanweisung, die regelt, wie wir mit den Zügen und dem Betrieb, dem Notwendigen, während unserer Bauphase umgehen. Okay. Und da steht dann drin halt, welche Gleise wir wann und wie zu sperren haben, welche Sicherungsmaßnahmen wir durchführen und wie der Fahrdienstleiter sich halt verhalten muss, damit er seine Züge fahren kann. Ich weiß jetzt, warum die Leute keine Lust auf den Job haben, weil es sehr viele komplexe Probleme beinhaltet. Aber kannst du das nachvollziehen, dass Leute sagen, oh komm, ey, bevor, weil,
was sich mir auftürmt bei solchen Geschichten ist, gut, erstens habe ich keine Ahnung. Ich könnte jetzt hier noch nicht mal die Steckdose hier im Wohnzimmer wechseln, geschweige denn irgendwelche Bahngeschichten. Und dann entsteht immer so das Problem, oh mein Gott, bin ich dann dafür komplett verantwortlich? Dann passieren Fehler, Regressansprüche, Leute entgleisen, Katastrophe, ich auf dem Titelbild der Bild-Zeitung, dieser Mann war dafür verantwortlich, dass der Zug entgleiste. All diese Geschichten, ne, spielen sich da ab. Es ist ja auf der einen Seite so ein zeitgeistliches Ding, dass die Leute sagen, oh, ich will einfach so einen easy Job hier, ich will Influencer sein, so, weißt du? Und auf der anderen Seite hast du dann Jobs wie diese, die ja natürlich gemacht werden müssen und jetzt kommst du ins Spiel. Wie oft stößt du denn vor Probleme, wo du sagst, ach du heilige Scheiße, jetzt habe ich hier aber gerade mal echt ein Problem? Oder würdest du sagen, naja, ich bin ja schon ausgebildet dafür, es geht ja peu à peu. Also so wie ein Nichtschwimmer vielleicht Angst vom Wasser hat, so ist es bei mir ja nicht, weil ich bin ja handlungsfähig in den Situationen. Weißt du, wie ich meine? Also wie ist da so das Verhältnis der Routine-Geschichten, die du machst, wo du dich komplett handlungsfähig fühlst und auf der anderen Seite aber auch Probleme hast, wo du denkst, lecco mio, am liebsten würde ich hier mich mal kurz 4 Wochen krank schreiben lassen, bis das Thema erledigt ist. Also sowohl als auch. fangen wir erstmal mit dem lecco mio an. Das war eine Baustelle, die hatte ich letztes Jahr, es war auch eine Gleiserneuerung, die stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Dort sind Fehler passiert, die nicht passieren dürften. Und wir sind halt immer dafür ausgebildet, in solchen Situationen gut zu reagieren und Gefahr vom Bahnverkehr und von den Beschäftigten, das heißt die Bauarbeiter draußen, abzuwenden. Wir hatten dort beispielsweise den Fall, wenn wir bauen, haben wir die Oberleitung drüber und damit von der keine Gefahr ausgeht, wird die geerdet. Das heißt, die wird ausgeschaltet und dann werden ganz dicke Kupferseile von dem Fahrdraht oben an die Schiene geklemmt, damit auch Restströme, die dort irgendwie da sind, keine Gefahr darstellen. Und dort ist es beispielsweise passiert, dass derjenige, der für diese Erden zuständig war, uns gemeldet hat, die Anlage ist erdfrei und frei zum Einschalten. Das heißt, ich habe alle Erden, oder er sagt uns damit, er hat alle Erden rausgenommen und wir können die Oberleitung wieder anschalten. Somit haben wir die Einschaltung veranlasst und der ganze Bahnhof war taghell, weil dort noch 4 Erden hingen. Und es halt einen Kurzschluss gab. Wir hatten das mal dann mal ausgerechnet, das ist ungefähr, wenn du 200.000 Wasserkocher gleichzeitig anschaltest. Mhm. Warum war der Tag hell? Weil alle Lichter angegangen sind? Oder wie? Nein, weil diese Kupferseile, 5 Kupferseile, die sind ungefähr, ich sag mal, ein bisschen dicker als ein Daumen, geglüht haben. Mhm. Oh. Wer hat die Nummer mit dem Wasserkocher ausgerechnet? Warst du das? Oder ja. Warst du das auch ein netter Kollege gewesen. Echt, ja. Wahnsinn. Oh. Ja, krass. Ach, Wahnsinn. Okay. Ja. Jetzt also so kurz Sachen weg. Passieren letztlich. Genau. Genau. Ja, Marco, du bist jetzt gerade weg. Ja, jetzt, das war ein kurzer, ja. Ja, egal. Du hörst mich wieder, gell? Ich höre dich wieder, genau. Ja, nee. Also so Sachen passieren, aber ist das auch sowas, wo du denkst, ja gut, da konntest du jetzt nichts machen, aber gibt es irgendwas, wo du Probleme auf dem Tisch hast, wo du denkst, boah, scheiße, da muss ich mich jetzt erstmal wieder durch alle 5 Bücher wälzen, was wir da machen müssen und dieses, jenes. Ist das so deine eigene Tätigkeit, dass du dass du wirklich versuchst, mehrere Sachen, Regularien, dieses und jenes unter einen Hut zu bekommen? Ist das so das eigentliche Ding und auch das, wo dann Probleme entstehen können? Ja, also wir sind gleichzeitig, wenn wir Bauüberwacherbahn sind, das sind alle Bauüberwacherbahnen, sind Sicherungsüberwacher. Das heißt, wir kontrollieren die Sicherung auf der Baustelle und wir haben gleichzeitig betriebliche Belange als technisch berechtigter für unser gesperrtes Gleis. Und dort haben wir ganz oft das Problem, dass wir uns sowohl an das Regelwerk halten müssen, also die Deutsche Bahn hat eigene Richtlinien, ein komplett eigenes Regelwerk, was nicht immer DIN-kompatibel ist. Und diese Richtlinien und die Richtlinien, die uns die BZS, das ist eine betriebszuständige Stelle, die die Sicherung bei uns auf der Baustelle vorgibt, dass wir diese Sachen unter einen Hut bringen. Das heißt, dass wir bauen können, auch in den Zuständen, wie wir dürfen.
Und dass wir genauso auch darauf achten, dass wir fachlich richtig bauen. Also zum Beispiel bei mir, wenn ich mit Kabeln zu tun habe, gibt es halt ganz viele Sachen, ich darf nur die nur mit maximalen Zugkräften belassen, ich darf die nicht sehr biegen, also gibt es maximale Biegeradien und. Und wie kriege ich all diese Sachen, die mir da vorgegeben sind von der Bahn, auch auf die Baustelle, dass die Firma das A auch so macht, wie ich das gern hätte. Und B, dass wir trotzdem einen Baufortschritt erzielen, nie, dass wir uns dort ins Klein-Klein verrennen und dann sagen, es gibt keine Lösung. Ah, verstehe ich schon. Und du nachher, weil das passiert ja, wenn du, ich meine, die Probleme werden ja größer. Wenn du am Anfang die Dinge ignorierst oder mal so ein bisschen laissez-faire nimmst, dann stapelt sich das mehr oder weniger. Und am Ende sagt man, oh, scheiße, jetzt ist bei vielen Problemen der Zug, im wahrsten Sinne des Wortes, schon abgefahren. Ne? Das passiert. Ne? Krass. Führst du dann da, also du bist ja nicht alleine dann zuständig für ein so ein Projekt, wie kommunizierst du das mit deinen Kollegen, mit den anderen Bauüberwachern, Bahn, den BBs sozusagen? Also wenn du jetzt eine Woche krank bist, sagst du dann, ey Günther, ich muss dir noch erzählen, ich habe dem Achim neulich gesagt, er soll mal oben erstmal die Leitung B machen und danach das, also wie läuft da so die interne Kommunikation ab? Also es gibt zwei Sachen. Für mein Fachgewerk bin ich tatsächlich alleine auf meiner Baustelle zuständig. Alles andere ist, wenn ich jetzt technisch berechtigter für das Gleis bin, das heißt, die Hoheit über das Gleis habe während der Bauphase und einen Kollegen ablöse, machen wir immer eine Ablöse. Die Ablöse dauert ungefähr eine halbe bis eine dreiviertel Stunde, manchmal auch eine Stunde, je nachdem, was vorgefallen ist in der Schicht, wo alle Informationen über die Schicht ausgetauscht werden. Und sollte es jetzt passieren, dass ich krank werde, haben wir natürlich ein Problem. Weil A gibt es von meinem Gewerk gar nicht viele. Also wir haben nur einen zweiten, der LST kann bei uns in der Niederlassung. Und ich bin der Einzige, der Telekommunikationsanlagen kann. Das heißt, wenn ich krank bin, hat mein Chef ein großes Problem, weil er dann irgendwo teuer einen einkaufen muss. Ja, und dann muss ich dann geht's los, dann braucht er eine Bevollmächtigung für die Bahnstrecke. Das heißt, er wird von der Projektleitung der DB Netz AG, wird er bevollmächtigt, für die DB Netz AG draußen die Bauüberwachung zu machen, weil das darf man nicht einfach so. Und dann muss der eingewiesen werden. Also es ist immer ein ganz schön großes Hickhack, wenn man Ablösen braucht, um das mal kurz zu fassen. Und ja, wie oft bist du krank im Jahr? Hast du da manchmal, dass du deinen Chef in diese Nöte bringst? Oder ist das einfach so ein Ding, dass man sagt, komm, lass uns einfach nicht krank werden hier? Weil, also primär versuchen wir, nicht krank zu werden. Und letztes Jahr war ich tatsächlich 4 Wochen krank. Das hatte auch mit einer kleinen OP zu tun. Das war halt, es kam relativ spontan trotzdem, aber es war noch planbar. Ja, aber so kurzfristiges Krank ist eine ganz blöde Angelegenheit. Verstehe ich schon, verstehe ich schon. Wenn du jetzt dann, also dann macht ihr da so eine Übergabe, aber wer hat denn überhaupt über das gesamte Projekt, führst du dann sowas wie da irgendwie so ein Projekttagebuch oder sonst was, dass du sagst, ja, hier kann man auch im Notfall nachlesen, was ich so gemacht habe, oder fliegst du da einfach mehr oder weniger nur auf der Baustelle rum oder auf den Gleisen und gibst irgendwie den Leuten, die das tun, Anweisungen? Also es gibt primär gibt es ein Fernsprechbuch, was von der Bahn zu führen ist. Das heißt, jede betriebliche Telefonat, was wir führen, ist schriftlich zu dokumentieren mit Inhalt des Gesprächs, Zeit und Gegenstelle. Somit sieht man schon erstmal alles, was gesperrt wurde, alle betrieblichen Belange, sind irgendwo Arbeitszüge ins Gleis gekommen und das kann man alles aus diesem Fernsprechbuch nachvollziehen. Und dann haben wir noch ein Bautagebuch, wo immer drin steht, welche Temperatur war, welches Wetter war, welche Firma ist da, mit wie vielen Leuten und was haben die gemacht, welche Großgeräte hatten die mit und. Das wird auch täglich komplett immer von dem Bauüberwacher, der vor Ort ist, geführt. Also auch immer nachvollzogen werden kann mit dem geplanten Bauablauf. Sind wir im Soll, sind wir nicht im Soll, wo gibt es Probleme, was tritt auf? Hast du schon mal, was mich bei so Obergleisen immer interessiert ist, hast du manchmal so eine Verlockung, da mal dran zu fassen? Dass du so eine Stimme hast, die in dir sagt, fass mal da dran und komm, fass mal dran, aber du weißt ganz genau, du würdest richtig eine gezockt kriegen. Hast du sowas manchmal, dass du so Situationen, ich glaube, das sind so innere Zwänge, die habe ich, aber in dem Job, den du machst, wäre das schlecht, oder? Also was meinst du jetzt? Du meinst jetzt die normale Fahrschiene?
die Farbe anschieben. Ja, die ist ja überhaupt nicht elektrisch, oder? Nee, da kann man ja einfach dran fassen. Genau, ja. Genau. Ich hab nämlich an der Bahn gewohnt. Wusstest du das schon eigentlich? Nein, nein. Ich habe an der Bahn gewohnt und ich habe auf die Bahn, aus meinem Zimmer, Kinderzimmer heraus, habe ich genau auf die Bahnstrecke geschaut. Also jetzt nicht hier 100 Meter weit weg, sondern 6 Meter weit weg war das, ne? Und einmal habe ich die Jalousie hochgemacht und da lag eine komplett halbierte Katze da, ne? Also die wurde wirklich der Länge nach geteilt von der Bahn und das war eklig. Und dann habe ich tatsächlich da angerufen und habe gesagt bei der Bahn, ja, hier liegt eine Katze bei mir vor der Tür und also bei mir vom Fenster auf den Gleisen. Und dann haben die mich gefragt, ja, welcher Bahnkilometer ist es denn? Da dachte ich, ja, ich kann Ihnen jetzt sagen, welche Straße das hier ist, aber jetzt über Bahnkilometer kann ich Ihnen echt keine Auskunft geben. Und dann habe ich denen so ein paar Nummern genannt, die da irgendwo an irgendwelchen Masten rumhingen. Und dann war irgendwann die Katze weg. Und es war interessant, wenn da Leute gearbeitet haben und ich hatte denjenigen mit der Dröte, wird das heute noch so gemacht, dass dann gedrötet wird, den hatte ich dann direkt vom Fenster. Es war dann wahrscheinlich einer, der irgendwie Bescheid gegeben hat, dass ein Zug kommt und der hat dann einmal so eine Warntröte losgestoßen. Wird genau. Das heute noch so gemacht? Das ist ein SIPO, ein Sicherungsposten. Ja und nein. Früher hat man mehr damit gearbeitet, mit Beginn der Annäherungsstrecke sehen und dann ein Signal geben. Das macht man heute nicht mehr, was manchmal ein bisschen nervig ist, weil alles, was darüber kommt, also einen Sicherungsposten hinstellen, der trötet, wenn ein Zug kommt, wenn er ihn am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen kann, so heißt es offiziell. Macht, wie gesagt, heute wird selten vorgegeben, weil das halt die Gefahr beinhaltet, der SIPO schläft ein oder der sieht den Zug nicht richtig oder es ist Nebel oder, ja, oder ähnliches. Deswegen wird heute gerne mit sogenannten UV-Sperrungen gearbeitet. Das ist eine Sperrung zur Unfallverhütung. Das Problem an der Sache ist, wenn wir sperren, darf der Fahrdienstleiter dort keinen Zug fahren und deswegen gibt er uns die Sperrung nur, wenn er wirklich Zeit hat. Und wenn wir aber jetzt die ganze Zeit, was weiß ich, einen Begang im Gleis machen oder ähnliches, dann gehen wir ins Gleis rein, begehen, der ruft an, ich brauche das Gleis zurück, wir gehen wieder raus. Die UV-Sperrung wird aufgehoben, der Zug fährt durch. Wir rufen an, wir sperren das Gleis, wir gehen in das Gleis, laufen 10 Meter, der ruft an, sagt, ich brauche das Gleis zurück, wir heben die Sperrung wieder auf, gehen raus. Was früher viel, viel schöner war, indem wir gesagt haben, SIPO, du schaust und sagst, wenn ein Zug kommt. Ja, bingo, verstehe ich schon. Zweite Sache, die ich an den Gleisen immer gemacht habe, ist ein Markstück auf die Gleise legen und dann gucken, ob man, was draus wird. Und dann habe ich mir, das war 90er Jahre Assi-Style, mit der Bohrmaschine da noch ein Loch reingemacht und als mit so einem Lederband um den Hals gehangen. Da war man ein richtiger Bahner, weißt du, ein richtiger Bahnjunge einfach, richtig Assi, ne? Wahnsinn, aber das habe ich gemacht. 50 Pfennigstücke, ich glaube, es waren die silbernen, die sahen immer mit am schönsten aus. Ja. Aber es war natürlich hochriskant, würdest du jetzt deinen eigenen Kindern nicht erlauben, oder? Also, sich an die Schiene zu stellen, ist gefährlicher, als man gemeinhin denkt. Also, am Anfang, als ich das erste Mal an der Schiene war, dachte ich immer: Bahnunfälle, wie kann denn das passieren? Der Zug ist so laut, die Schiene knarzt, das ist Wahnsinn, du hörst ihn, da ist er noch einen Kilometer weg. Wie kann denn jemand im Gleis sterben wegen Unachtsamkeit? Erst im Winter war ich draußen, es war neblig, ein bisschen Schnee war da. Die ATWS, also das ist ein automatisches Warnsystem, warnt. Ich so: Hä? Wo kommt denn hier ein Zug? Das hätte ich doch schon lange mitgekriegt und auf einmal kommt der Zug. Es kommt ein bisschen aufs Wetter an, aber jeder, der nichts an der Bahn verloren hat, hat dort nichts verloren. Extrem Luftdichte, ne? Wie wird der Schall transportiert? Hat genau. Er vielleicht Gegenwind und der Schall geht komplett in eine andere Richtung? Also ich habe es dann auch schon erlebt, dass teilweise Züge da vorbeifuhren am Haus, wo ich dachte, oh mein Gott, die habe ich jetzt gar nicht gehört. Ne? Meistens knistert es dann ja so ein bisschen in der Leitung vorher. Ja, es ist echt, das ist krass. Hast du manchmal so das Ding, dass du denkst, boah, ich habe hier ganz schön viel Verantwortung? Erlebst du teilweise so Drucksituationen, dass du denkst, boah, Leute, jetzt komm, ist ähnlich so wie bei Köchen in der Küche, in der heißen Phase, dass da mal ein bisschen cholerisch wird auch. Bist du dann jemand, der so gerne mal über die Gleise läuft und
und schreit oder vielleicht auch mal dem einen oder anderen Arbeiter von dir da eine halbe Katze, sofern sie verfügbar ist, gerade um die Ohren schmeißt. Bist du so einer? Also ich muss sagen, vor Seelenheil habe ich mir angewöhnt, wenn mich die Dummheit einer Person anspringt, dann schreie ich die an. Okay, also du hast eine, geringe Differenz zwischen Reiz und Reaktion letztlich. Also du bist Choleriker. Wenn ich deine Kollegen fragen würde, die würden sagen, doch, der Marco, der schreit oft. Nein, also es ist wirklich, mir geht es darum, da wir Sicherungsüberwacher sind, sind wir haftbar, wenn die Leute Scheiße bauen und sich nicht an Sicherungspläne halten. Und wenn jetzt jemand halt sich nicht an Sicherungspläne hält und ein Gleis betritt, was gerade gesperrt ist aus irgendwelchen Gründen oder ähnliche Sachen macht, wo er sich in Gefahr begibt, was er eigentlich wissen müsste. Und der wird umgefahren und ich bin dort als Sicherungsüberwacher, kommt der Staatsanwalt zu mir und fragt, wie das passieren konnte. Und da habe ich keine Lust drauf, deswegen schreie ich diese Person an. Oder... Aber es gibt ja immer so eine, das nennt man ja in der Pädagogik zum Beispiel, so die normative Kraft des Faktischen. Es gibt Regeln und Verbote, aber in gewissen Situationen sagt man, also bestes Beispiel war neulich in einem Krankenhaus und da gab es dann überall Schilder jetzt in der Corona-Situation, hier nicht reingehen, hier Stopp, hier dieses, hier jenes, aber keiner hat sich wirklich dran gehalten, weil die Schilder einfach überbordend waren, weißt du, weil dann heißt zuerst, naja, für Personal gilt das ja nicht, ne, ja, für Leute, die jetzt sich schon angemeldet haben, gilt das auch nicht und am Schluss läuft jeder durch, das heißt also so ein Schilderwald und so ein Verbotswald, der verliert mit seiner Zeit, die er da steht, immer mehr an Kraft und immer mehr an Wirkung. Und auf einmal kommt dann einer, ja, haben Sie denn das Schild nicht gelesen? Ne? Und dann denkt man, ja, aber sorry, laufen ja 10.000 Menschen jetzt schon an dem Schild vorbei. Das Schild scheint scheinbar keine Wirkung mehr zu haben oder nicht mehr zu gelten, warum auch immer. Ne? Und gibt es sowas da in deinem Job dann auch, dass du so Sachen hast? Oder sagst du, nein, hier gibt es eine rote Linie und die darf nicht überschritten werden? Oder kennst du das Problem, was ich gerade geschildert habe? Ich kenne das Problem, was du geschildert hast. Das gibt es auch bei uns und es gibt auch... Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Es gibt auch Regelwerke, die ich als unnütz empfinde, wo ich auf die Einhaltung nicht ganz so viel Wert lege. Aber das ist halt im eigenen Ermessen. Wenn was passiert, werde ich immer gefragt werden mit ganz großen Augen, wieso ich das nicht gemacht habe. Mhm. Aber es gibt Sachen, die sind halt einfach kreuzgefährlich. Und da geht's los, wenn jemand eine Leiter am Bahnsteig trägt, wo oben die Oberleitung eingeschaltet ist, wo ich sage, du müsstest es besser wissen, du machst das nicht zum ersten Mal. Mhm. Ja. Und wenn der Klein schwarz und hässlich wird, dann ist uns allen nicht geholfen. Ja, stimmt. Das und ist aber genauso, wo ich auch als Vorgesetzter immer aufpasse, im Job selbst, dass man es nicht so, dass man es nicht so ausufernd macht mit allem. Weißt du? Man hat oftmals in Konferenzen und in Gesprächen, wenn es darum geht, so bestimmte Standards festzulegen, sagt man gerne mal so, naja, dann machen wir das auch noch, weil das ist sicher, so nach dem Motto. Ne? Und dann musst du das aber nachher den einzelnen Leuten verkaufen und wenn die dann sagen, ach, also komm jetzt, lass uns hier nicht übertreiben, das ist ja hier wie... also jetzt so ein Regelwerk, Corona-Test-Durchführung oder sonst was, da ist ja mittlerweile so viel Papierarbeit mit dran. Da hat man ja mit weniger Papierarbeit irgendwie früher in der DDR ein Trabi bestellt zum Beispiel. Weißt du? So. Also es ist dann, wo man auch aufpassen muss, es nicht zu überreizen. Achtet da jemand drauf? Gibt es da wahrscheinlich eine Extrastelle, die das da macht bei euch, oder? Naja, es gibt das Regelwerk der DBAG und das ist immer verpflichtend. Da können wir machen, was wir wollen. Und inwieweit ich das lebe, wie gesagt, ich soll 100% dieses Regelwerks leben und alle müssen sich dran halten. Und wer damit ein Problem hat, darf meine Baustelle auch gerne verlassen. Weil sonst soll er meinen Job machen und mit den Konsequenzen leben, wenn was passiert. Ja. Das ist eine gute Einstellung, Marco, nicht schlecht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Respekt vor dir jetzt auch gehabt. Dachte mir, oh wow, kann ich mir vorstellen, wenn du da rumschreist und sowas, doch, da stehe ich Spalier. Ja, ja. Aber kann ich völlig nachvollziehen. Ja.
Aber das war am Anfang auch relativ schwierig, weil ich bin jetzt gerade Anfang 30. Durch die Bahnpolitik fehlt eine ganze Generation Bauüberwacher. Also es gibt kaum Bauüberwacher, die jetzt so 40 bis Anfang 50 sind. Die sind alle Mitte, Ende 50 und 60 und zum Teil schon Rentner. Und dann gibt es meine Generation, die Anfang 30 ist. So, und jetzt kommt so ein alter Bauarbeiter an und sieht dich als jungen Bauüberwacher und der nimmt dich erstmal nicht für voll. Und das musst du auch erstmal schaffen, dass der macht, was du sagst. Das ist nicht. Exakt, weil man kommt ja so in die Versuchung rein, naja, ich muss mir gut halten mit den Leuten hier, ich will ja auch hier nicht der Oberidiot sein für alle und ne, man will sich nicht nachsagen lassen, was hat denn der Jungspund da für Ahnung und sonst was. Aber natürlich ist es da, wie du beschreibst, auch vielleicht sinnvoll, den Druck, den du erlebst und die Verantwortung, die du erlebst, auch einfach mal straight weiterzugeben, weil sonst zermartert dich das wahrscheinlich in der Zwischenrolle, weißt du? Du kannst es nicht jedem recht machen da, ne? Genau. Wenn's bei dem 60-jährigen Bauarbeiter vor Ort, wenn der da ohne Helm mit Reval und halber Bierflasche an der Oberspannung rummacht, ne? Dann ist das ein Problem, was auch auf dich zurückfällt und das musst du dem dann klar machen. Ne? Ansonsten, wenn du es dem recht machen willst, aber auch dem Regelwerk, das funktioniert nicht. Da liegst du zu Hause dann in Fötusstellung und denkst dir, hoppala, wie kann ich hier nur diese Probleme alle regeln? Ne? Das ist so. Deswegen habe ich gesagt, für Seelenheil schrei ich Leute, deren Dummheit mich anspringt, direkt an. Also als Beispiel, wo ich das auch mal gemacht habe, wo ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Nachtschicht gewesen, die Gleisbauarbeiter haben Schiene geschweißt im Wald und haben daneben ein Lagerfeuer gemacht, weil es kalt war. Neben der Schiene, am Wald. Es war trocken. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Also es war wirklich absolut, ich habe gesagt, also ich habe rumgeschrien, was soll das hier? So, na, wir haben ein bisschen Feuer gemacht, es ist ja kalt, wir schweißen ja hier. Ich so, habt ihr eine Macke? Ihr seid mitten im Wald? Ich mach dir ein Feuer neben der Bahnstrecke? Ja, und das ist ja fast so ein Stillleben, wie damals, bei den ersten. Bei den Leuten, die Bahntrasse von Osten nach Westen gelegt haben in den USA, weißt du, so, dass sie dann da schön mit Cowboy-mäßig am Schienenrand mit Lagerfeuer die Pferde gesattelt. Herrlich, das ist echt eine romantische Vorstellung, ja, krass. Marco, was würdest du sagen, ist so das Geilste, wo du sagst, ey, macht einfach Laune dieser Job. Und wenn ich einen Kumpel hätte, der jetzt irgendwie Ingenieur ist, das ist so eine der Grundvoraussetzungen, können die Leute ja mal googeln, gibt es verschiedene Sachen. Man kann auch bei der Bahn da so eine Ausbildung in Anführungszeichen machen, aber da braucht man, glaube ich, auch ein Ingenieursstudium vorher, ne? Also man muss schon ein bisschen was auf der Kante haben. Aber was würdest du sagen, wäre so das Ding, was du vermitteln würdest? Hey, deswegen macht mir das Spaß, deswegen ist das eine geile Geschichte und deswegen will ich nichts anderes machen. Also angefangen damit, ich habe bei der Bahn studiert, Planer und Projektleiter gemacht und bin dann zum Bauüberwacher gekommen, weil ich keinen Bock hatte, den ganzen Tag drinnen zu sein. Das hat mich genervt. Ich wollte raus, ich wollte Leute treffen, mich auch mal mit denen ein bisschen reiben, sage ich mal. Das ist okay, das macht auch manchmal ganz, ganz Spaß. Und man hat halt eine deutlich größere Freiheit von seinen Arbeitszeiten. Man hat Stoßzeiten, die sind unglaublich anstrengend. Also beispielsweise, ich hatte mal 10 Tage am Stück 12 Stunden Nacht. Ah, das ist anstrengend, aber dann hat man auch wieder mal ein ganzes Stück frei. Oder ich habe auch die Möglichkeit, wenn es eine Baumaßnahme abgeschlossen ist, ist immer viel Papierkram danach und wieder viel Papierkram, bevor eine neue losgeht. Die kann ich von zu Hause machen. So sagt mein Chef, natürlich. Also was du im Homeoffice machst, machst du zu Hause. Das ist eine super Sache. Und wenn man sich gut organisiert und da eine vernünftige Arbeitsweise erlernt hat in dem Job, dann hat man auch gute Freizeit. Du musst halt zwar an manchen Tagen besonders durchziehen. Also, das war auch letztes Jahr, wo viel zusammenkam. Da hatte ich jeden Tag Montag bis Freitag 10 Stunden und dann hatte ich noch eine Nachtschicht Samstag auf Sonntag mit 12 Stunden. Das war 4 Wochen am Stück. Da muss auch der Partner mitspielen, das ist Fakt. Aber dafür hatte ich dann Ende des Jahres deutlich mehr frei, wo weniger zu bauen war und ich sowieso noch Überstunden hatte und ähnliches. Wo man sich wirklich sehr, sehr gut durch Selbstorganisation auch schafft, sein Arbeitspensum zu minimieren, weil das ist ja immer das Ziel.
Und die andere Seite ist halt die hohe Verantwortung, weil ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, einer muss es ja machen. Und dann bin ich lieber der, der selber dafür sorgt, als mich auf jemanden zu verlassen, auf die Sicherheit im Bahngleis und dann umgefahren zu werden wegen Blödheit anderer. Hast du, fährst du selber mit der Bahn oft? Nein, jetzt gar nicht mehr. Ja. Weil, also das hat nichts mit meinem Job zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass dort, wo ich wohne, kein Zug mehr fährt. Und wir Dienstautos haben und somit das immer das Mittel der Wahl ist. Aber bist du schon mal eine Strecke lang gefahren, wo du wusstest, ah ja, hier dran habe ich auch schon mal mitgearbeitet? Ja, also ganz oft. Beispielsweise früher, als ich noch bei der Bahn, also ich habe ja wie gesagt bei der Bahn studiert und gearbeitet, da bin ich jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit gefahren, weil das wurde ja von der Bahn bezahlt. Das heißt, ich hatte keine Arbeitswegkosten. Und da war auch, bin ich auch eine Strecke gefahren, an der ich selber was mitgemacht habe, ja. Das ist schon ein geiles Gefühl, oder? Man schaut anders auf die Bahn, also exakt, ja. Man schaut, wenn ich durch einen Bahnhof gefahren bin, das war noch zu Studentenzeiten, weil wir in Friedrichshafen studiert haben, sind wir viel Bahn gefahren dort runter. Und ich habe in jedem Bahnhof mir die Kabelführungssysteme angeschaut beim Vorbeifahren, weil ich die halt geil fand. Ja, dann hast du, da gibt es an jedem Bahnhof, wahrscheinlich gibt es so einen Beobachtungspunkt, da sitzt dann irgendwie der Bahnüberwacher Bahn in Ausbildung, aber auch in seiner Freizeit und daneben ist dann irgendwie so ein Autist, der sich einfach für die Bahnstrecke und sowas interessiert und da Fotos macht. Also so Klienten hatte ich zum Beispiel in meinem Job, die wahnsinnig fasziniert waren von Bahn und Zügen und da Fotos gemacht haben und immer wieder dieselbe Aufnahme und immer wieder dieses. Das ist so ein typisch Autistenphänomen halt einfach. Mhm. Ne? Also der Komplex Bahn ist, also die Bahn an sich ist auch unglaublich komplex mit allem, was dazu gehört. Also ja, es ist nie einfach möglich zu sagen, ich will jetzt hier ein Kabel anders machen. Das ist halt ein unglaublich komplexes System, aber auch ein sehr cooles System. Ist das deutsche System an sich, würdest du sagen, weil man sagt immer, oh ja, die Schweizer hier, und das weiß ja sogar ich, der in der Schweiz gewohnt hat und da auch manchmal mit dem Zug gefahren ist, bei denen ist es viel einfacher, dieses Streckennetz zu koordinieren, weil ich glaube, es liegt daran, die haben in Bern bis mittags gehen da irgendwie alle, sammeln sich da irgendwie alle Züge und wenn bis dahin Verspätungen sind, dann machen die einfach nochmal neu diesen ganzen, ich kann es jetzt nicht genau erklären, also die haben praktisch an mittags so einen Punkt, wo sich Verspätungen auch ausgleichen können, weil eigentlich alles über diesen Knotenpunkt da läuft. Und deswegen haben die es auch viel, viel leichter, was so Verspätung angeht. Und in Deutschland ist es ja extrem schwierig. Also jeder, der sich über Bahnverspätungen aufregt, ich kann mir vorstellen, ja, natürlich, es ist schon geil, wenn man irgendwie 50 Euro für ein Ticket bezahlt und man will dann auch pünktlich von A nach B kommen, ist auch da eine schlechte Herangehensweise, dann zu sagen, naja, ich werde schon Verständnis dafür haben, wenn der Zug einfach nicht kommt, das ist schwierig. Aber ich wollte auch nicht derjenige sein, der das zu koordinieren hat. Verstehst du? So, das ist eine heftige Geschichte in Deutschland. Oder ist das speziell das deutsche Bahnnetz? Also das deutsche Bahnnetz fährt an der absoluten Leistungsgrenze. Das ist ein Fakt. Wir haben unglaublich viele Bahnkilometer verloren seit der Wende. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Jetzt fällt es den Leuten auch langsam auf. Wir haben eine unglaublich hohe Taktzahl auf den Gleisen. Deswegen ist eine Verspätung sofort Verspätung für andere Züge. Das ist der große signifikante Unterschied, den ich zur Schweiz sehe. Also die haben viel längere Taktabstände. Das heißt, wenn jetzt ein Zug in einen Abschnitt reinfährt, bis der nächste kommt, vergehen bei denen, was weiß ich, 10 Minuten, bei uns 2. Oh Gott, ja. Oh und, Gott. Und wenn jetzt halt einer da drin eine Verspätung hat oder ähnliches, gibt es halt einen riesen Rattenschwanz, der in der Schweiz nicht so ist. Und wir haben ein Problem, was darüber kann man sich streiten. Meine Meinung ist, es ist falsch, wie wir es machen, dass wir Güterverkehr und Personenverkehr auf den gleichen Strecken haben. Ich glaube, Frankreich hat das getrennt, die Schweiz glaube ich auch, dass es reine Netze gibt für Güterverkehr und reine Netze für Personenverkehr. Und dass so gegenseitige Verspätungen nicht das andere Gewerk treffen. Und das fände ich besser, aber da müssten wir noch so viel Schiene bauen, dass es in Deutschland utopisch ist, dass wir das in naher Zukunft haben werden.
Ja, ich bin immer mit einer Bahn gefahren, dann darunter in die Schweiz, also ein paar Mal auch nur. Von Hamburg fuhr der dann irgendwie nach Interlaken, da habe ich gelebt. Und ich dachte mir, leco mio, ne? Dann in Koblenz eingestiegen. Natürlich gibt es da irgendwas zwischendrin. Ich meine, das ist eine Strecke von 1400 Kilometern, keine Ahnung. Ne? Also geisteskrank, logisch. Da wird irgendwas passieren, was dazu führt, dass dieser Zug sich verspätet. Ne? Das ist krass, ja. Ja, und im doch ganz kurz, im Personenverkehr sind, ich glaube, 50% der Verspätung sowieso Personen gemacht. Also das heißt, Fahrgast verursacht, indem sie zu langsam einsteigen, aussteigen, irgendwas blockieren, Ende Tür nicht zugehen kann und. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich noch allen Bahnfahrern mitgeben möchte, ist lieber Verspätung als Unfall. Seid froh, dass die Bahn so sicher fährt. Sehr gut. Das ist so ein schönes Schlusswort. Marco, bleib noch kurz dran. Ja. Ich werde jetzt, glaube ich, noch ein extra Intro machen, wo ich den Leuten erkläre, dass wir diese Patreon-Folge auch mal allen zur Verfügung stellen. Und ja, ansonsten war richtig schön, mit dir zu plaudern über den Job Bauüberwacher Bahn. Und ja, genießt du die Zeit. Ihr da draußen, bleibt geil. Ciao. Ciao. Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. Can I love you?